Liebe Freunde, hier ist euer Steinbein. Eine harte Nacht liegt hinter uns. Wenig Schlaf, das kann man schon mal festhalten, hat Arthur bekommen. Und wir werden uns ein bisschen erholen, indem wir jetzt einfach mal in einen morgendlichen Wald reiten und diesen ein bisschen erkunden. Also, auf geht's. Uiuiuiui, was ist hier passiert? Oh Gott, wir haben... Das andere Pferd ist gerade hier total in Panik abgehauen. Aber wir so ein bisschen ungestüm. Oh, verdammt. Ich glaube, ich habe das falsche Pferd erwischt. Uiuiui. Nee, das wollte ich gar nicht. Ihr müsst wissen, Arthur ist noch so ein bisschen... betrunken. Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Das ist ja unser Pferd. Ich habe es gar nicht erkannt, Leute. Scotch, es tut mir leid. Oh Mann, Mann, Mann. So, es wird Zeit für unseren Hut. Ich glaube, wir fühlen uns ohne Hut nicht als vollwertige Person. Endlich haben wir auch wieder einen Revolver in der Tasche. Wir können übrigens auch mal diesen neuen Revolver, den wir haben, den könnten wir uns auch mal angucken und vergleichen. Genau, wir haben nämlich diesen Schofield-Revolver dabei, der, ihr seht es, tendenziell etwas mehr Schaden macht. Von der Reichweite, ich bin mir gar nicht so sicher, was heißt eigentlich dieses Graue? Ist das sozusagen das Potenzial, was die Waffe noch hat, wenn man sie verbessert? Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also das Weiße ist das, was sie aktuell kann. Ja, also ich finde es jetzt nicht mega viel stärker als den Kettleman. Der hat eine deutlich höhere Feuerrate, wie ihr seht. Eine bessere Nachladezeit. Sogar im Moment eine höhere Genauigkeit, weil wir ihn schon, glaube ich, aufgerüstet haben. Also in dem Zustand ist unser guter alter Kettleman meines Erachtens sogar besser. Wir wollen ihn aber jetzt nicht ziehen. So, jetzt führt uns unser Weg. Ich habe es gesagt, ich will in den Cumberland Forest und mal dort schauen, was dort so los ist. Und diesen Teil kennen wir noch nicht, diesen Teil kennen wir noch nicht. Ich glaube, Firewood Rise ist uns hier zwar beschrieben als Ort, aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir das schon mal erkundet haben. Ich werde mal hier zu diesem Pfad mich aufmachen und mal schauen, was uns unterwegs so begegnen wird. Ach, das ist doch das Herrlichste, einfach mal so entspannt. Morning, Brian. Ohne großen Druck und Stress, ohne große Aufgabe, in die Natur zu reiten. Aber wer weiß, ob wir hier überhaupt in Frieden aus dieser Stadt herauskommen. Bestimmt gibt es gleich wieder Ärger. Was macht er da? Er trauert. Oh ja. Er betet. Naja, den wollen wir dann mal in Ruhe lassen. Das letzte Mal, wenn ich mich recht entsinne, im Cumberland Forest hatten wir irgendwie so eine junge Dame aufgegabelt, die einen Unfall hatte, ne? Oder war ihr Pferd gestorben? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Hier geht es oben auch rechts steil hoch, ne? Ah ja, hier ist der Pfad, den ich meinte. Okay, ja, sehr schön. Ja. Gucken wir uns das da oben mal genauer an. Gut, was ist hier so los? Hier ist irgendwie erstmal so ein Hochplateau. Oh, was sehe ich da? Oh, da war ein schöner großer Hirsch. Verdammt, der ist jetzt... Leider, wir waren zu laut. Yeah. Das doch. Was ist denn das? Leute, Leute, Leute. Das sind ja riesige, prächtige Hirsche. Wir brauchen noch ein Geweih. Ist das möglicherweise der Moment? Ein Rocky Mountain Wapiti Bulle. Ja, wir brauchen ein Geweih. Aber ich denke, wir werden nur... Das heißt für uns sozusagen weitgerechtes Jagen. Wir werden nur 3-Sterne-Tiere jagen. Auch wenn für das Geweih das... eher irrelevant ist. Aber das kennen wir offenbar schon.
Das zeigt uns die Info. Er gibt ein Fell, ein Geweih und abgehangenes Wildfleisch. Scharfschützengewehr. Aber imposantes Tier. Schönes zu beobachten. Wir reiten mal hier so an der Schlucht entlang, am Abhang hier. Um auch noch mal ein bisschen die Aussicht zu genießen. Vielleicht sehen wir noch irgendeinen interessanten Vogel, den wir noch nicht kennen. Das zieht sich hier ziemlich weit entlang. Ne? Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ich jetzt eigentlich lang reite. Ah ja, okay. Ich will mich jetzt auch nicht zu weit abseits bewegen, aber wir können ja durchaus hier so eine kleine Runde machen, um dann zum Firewood Rise zu kommen und dann tiefer in den Wald vorzustoßen. Was haben wir da unten? Ach, ist das noch ein anderer? Das könnte der gleiche sein, der sich fortbewegt hat. Ich sollte das Fernglas gleich in der Hand behalten eigentlich. Ich denke, wir haben hier viel zu beobachten. Boah, eine schöne Stelle und da haben wir einen Adler verpasst. Aber was heißt verpasst? Nee, das ist ein Habicht. Können ihn leider nicht mehr untersuchen, doch jetzt... Ah, nee, ein Raufußbussard. Okay, sehr schön, ein neues Tier entdeckt. Raufußbussarde sind nahezu überall in offenen Gebieten und entlang Klippen in sämtlichen Staaten zu finden. Als Fleischfresser machen sie Jagd auf kleine Säugetiere, wobei sie sich im Winter hauptsächlich von Aas ernähren. Ein Vogel dieser Größe lässt sich am einfachsten mit einem Wurmentgewehr erlegen. Die Federn der Bussarde können zur Herstellung von Gegenständen verwendet werden. Ich glaube, von dem brauchen wir allerdings keine Feder. Adler- und Habichtfeder hatte ich mir aufgeschrieben für das, was wir im Moment können. Also wollen wir hier nicht unnötig Tiere schießen. Nur das schießen wir, was wir benötigen. Das ist hier ein idyllisches Fleckchen Erde, muss ich mal sagen. Man bestimmt schön ein Lager aufschlagen und einen wunderbaren Sommerabend verbringen. So, wir reiten mal hier auf diese Kuppe, um gute Sicht zu haben auf das, was hier vor uns liegt. Und jetzt so eine Mulde. Ja. Aber nichts Besonderes zu sehen. Okay, there. Was ist da? Ach, das sind diese Häuser, die auf der Karte sichtbar sind. Können wir direkt schon mal einen Blick drauf werfen. Mal sehen, besuchen wir ihn. Yep. Hier führt auch ein Pfad entlang. Der wird vermutlich runter nach Valentine führen. Ich gucke mal kurz auf der Karte. Ach, das ist hier ein Weg, der richtig offiziell hier hochgeht. Ah, nicht ganz nach Valentine. Okay. Ob wir jemanden antreffen. Irgendwas habe ich gerade gehört. Kam das aus der Scheune? Hallo? Irgendjemand ist hier. Eine Frauenstimme habe ich gehört. Hallo? Wo kommen die Stimmen jetzt her? Wo kommen die Stimmen her, Leute? Ein bisschen unheimlich ist das ja. Ich will hier niemanden ausrauben. Also, nicht hier irgendwelche Landleute, die uns nichts getan haben, aber ich möchte schon... Was ist denn das für ein unheimliches Lachen? Komm, die müssen wir jetzt finden. Hallo?
Ist hier jemand? Also hier ist definitiv jemand gewesen. Da war eine Frauenstimme. Ist ja ganz merkwürdig. Das muss in der Scheune sein. Ist das hier so ein Räuche? Ich höre schon wieder irgendwas klopfen. Okay. Das kann nur aus der Scheune gekommen sein. Ich höre auch Segen dort drin. Naja, wer weiß. Vielleicht haben sie sich irgendwie vergnügt in der Scheune und wollten nicht gestört werden. Ich glaube, wir überlassen die mal. Oder wir lassen die mal in Ruhe. Ich will es, glaube ich, gar nicht so genau wissen. Und ja, das Haus jetzt... Oh, warte mal, da ist noch was. Ist das ein Klotchen oder was? Kann das vielleicht hier raus? Also das Haus werde ich jetzt nicht ausrauben. Ja, tatsächlich, das war, ist das Klo. Aber da möchte ich auch nicht so genau reingucken. Nee. Weiter geht's. Wir behalten das irgendwie in Erinnerung. Als merkwürdigen Ort. Scotch kriegt mal ein paar Haferplätzchen und wir überlegen, wo wir jetzt hier noch weiter erkunden werden. Der Forest ist gar nicht so richtig Wald. Gar nicht so ein richtiger Wald. Vielleicht wird er noch etwas tiefer. Ich bin am überlegen, ob wir... Ich denke mal, wir werden jetzt hier bis zum Weg reiten, dann hier runter und dann hier nochmal in diesen Teil nördlich und dann so die Runde machen. Dass wir möglichst hier viel gesehen haben. Aber als Wald würde ich das hier zumindest nicht bezeichnen. Oh. Was ist da? Ist das wieder ein Kräutersammler? Hey, Mister! Remember me? Come on over! Ja, das ist der Kräutersammler. How you doing today? Well, you see this here? American ginseng. Take a feller from not too bad to hardy as buck in no time. Really something. Yep, you don't find this every day. Dose this in your medicine, give it some zip. Believe me. Whatever you're selling, I ain't buying. Anyway, I ain't gonna use all of this, so feel free to help yourself to whatever's left. You take care now. Ja, danke Ihnen. Wir haben aber schon genug Ginseng selber gesammelt. Aber wie er das so gerade so sagt, dass das Schwung bringt, ich glaube, Arthur isst mal so ein bisschen rohen Ginseng. Die Wurzel ist er offenbar. Okay, alles klar. Vielleicht hilft das ja wirklich. So. Mitnehmen tun wir nichts. Aber wir wollten hier runter und den Wald so ein bisschen weiter erkunden. Genau, jetzt sind wir genau auf dem Weg, den ich angepeilt hatte. Und da kommt der Kreuzweg. Genau. Und jetzt reiten wir mal die andere Seite hoch und schauen uns das mal da ein bisschen genauer an. Hier wird es auf jeden Fall waldiger, so wie es aussieht. Auf der Karte, wenn ich das richtig gesehen habe, sind Elche markiert. Hier haben wir irgendwie ein ganz großes Tier, warte mal. Habe ich zumindest da gesehen. Da hinten ist es. Nee, das ist nur ein Hirsch da auch. Habe ich mich verguckt? Ah, das war ein umgefallener Baumstamm. Sowas kann leicht passieren im Wald. Solche Verwechslung. Das war also nichts. Weiter geht's. Okay, von der Seite kommen wir nicht auf unser Pferd wegen der Bäume. Arthur, kannst du da mal raufsteigen jetzt? Danke. Also wenn wir einen richtig prächtigen Hirsch sehen mit einem schönen Geweih, den werden wir auf jeden Fall schießen.
Easy, easy. Und da haben wir doch schon was. Was sehe ich denn da? Ah, das ist auch wieder so ein Waipiti-Bulle. Und ein Hase noch hinterher. Eselhase. Den kennen wir noch nicht, können wir gar nicht vorstellen. Tatsächlich. Eselhasen sind in sämtlichen Staaten zu finden. Als Pflanzenfresser besteht ihre Nahrung aus Stauden, Knospen, Zweigen, Baumrinden und Feldfrüchten, weshalb sie auch als Schädlinge betrachtet werden. Ein Wormengewehr ist die ideale Waffe für die Jagd auf Hasen. Das Fell der Hasen kann zur Herstellung von Gegenständen und so weiter. Aha, in perfektem Zustand kann zur Herstellung eines Hutes benutzt werden. Ja. Dann vermutlich beim Trapper, ne? Wo ist denn der Hase? Ich meinte, wenn wir ihn hier schon so vor der Flinte haben. Das ist aber nur ein 2-Sterne. Da ist ein 3-Sterne-Eselhase. Aber ehrlich gesagt, ich sehe ihn überhaupt nicht. Insofern wollen wir jetzt mal nicht übertreiben und hier Hasenjagd betreiben. Wir sind ja eigentlich auf Erkundung. Das scheint echt ein weitläufiges Terrain hier zu sein. Hier geht es wieder runter und wir nähern uns einem anderen Pfad dort. Aber wir bleiben mal hier weiter oben. Da haben wir dann auch die bessere Aussicht. Was steht dort? Wie eine alte Kutsche. Aber was für eine, sehr merkwürdig. Oh, eine alte Kutsche. Mit einer Truhe sogar. Die wir plündern können. Ein Brief finden wir dort. Ein Nicht-Brief an Miriam Wegner und Brief an Richter Finlay. Okay. Brief an die St. Denis Time. Oh Gott, noch mehr. Brief an William Arrington, okay. Und einmal Ginseng-Elixier. Und noch ein Brief, Leute, was ist denn hier los? An Henrietta Douglas. Oh, wisst ihr was? Wir suchen uns jetzt mal eine schöne Gegend. Und lesen uns mal diese ganzen Briefe durch. Und ich sehe schon einen Ort, wo wir das vielleicht tun können. Dort hinten ist irgendein Lager. Und bei Lagern sollte man vorsichtig sein. Das könnten auch O'Driscolls sein. Und das klingt nach einem ganz guten Plan. Ein O'Driscoll-Lager hochnehmen und dann sich dort es gemütlich machen und diese Briefe zu lesen. Wir gucken mal, was wir dort finden. Aber sicherheitshalber können wir hier einfach schon mal unsere Knarren mitnehmen. Wir nehmen natürlich den Repetierkarabiner und zur Sicherheit können wir auch mal das Springfield noch mitnehmen. Okay, so und dann schauen wir mal, was wir dort haben. So, ein Lager und da ist auch jemand. Aber da sind 2 Leute. Die sehen aber irgendwie 3 Leute, da hockt noch jemand. Die sehen aber relativ friedlich aus, wie ich finde. Wollen wir uns erstmal auch friedlich nähern. Außer wir hören irgendwas. Hallo zusammen. Okay. Keine O'Driscolls offenbar. Na gut. Oh. Okay, die brauchen Hilfe. Nothing to lose, I suppose. Come on. The truth is, mister, our last batch of shine didn't turn out so good. You think you can help us with locating some ingredients? We could reward you for your troubles. Na klar, wir haben im Moment nichts Besseres zu tun. World could always use more moonshine, right? So ist es. You know, wild tobacco might give us the rich, earthy flavor we are looking for. Lucky you, I have that right here. Richtig, das hat mir schon gesammelt.
Toss the plants into the batch so we can test it out. Okay. Wir haben hier so eine Destille im Wald aufgebaut. Ich lache mich tot. Ja, klar. Das passt ja, dass wir die gesammelt haben. Ach, schaut mal. Wie gut. Mit Indianertabak drin. So, und jetzt? Alright. I'm gonna give this a taste. Ja, probier mal lieber. Wenn du erblindest, dann nehme ich doch lieber nichts. Na? Well, ain't so tasty. But dang if I don't get a prickly feeling. Real sharp. Well, that sounds kinda interesting. Why don't we rest up a spell and then whip up another batch later on? We got a rare victual in that chest there. Take it. I'd say you earned it. Nice, thank you. Oh, das ist ja wirklich nett. Sehr schön. Und dann können wir uns doch hier ein bisschen ausruhen und vielleicht die Briefe lesen, aber wir gucken uns erstmal an, was die in der Truhe da haben für uns. Einen schönen schwarzgebrannten. Was sonst? Ah nein, vermutlich meint er den gereiften Piratenrum. Ich hoffe, wir haben uns jetzt nicht zu viel genommen. Aber der ist wirklich schön, weil der, ja, der führt dazu, dass wir tatsächlich sogar an Fähigkeiten gewinnen. So, eigentlich würde ich gerne hier mich mal hinsetzen. Und wie gesagt, ein bisschen schmökern in den Briefen. Aber, ach verdammt, das ist so schade, dass er dann immer aufsteht, um Sachen aus seinem Inventar zu holen. Lasst uns mal jetzt das Trinken hier. Ne, was war denn das hier nochmal, was wir gerade hatten? Nicht den Bourbon, sondern diesen Piratenrum. Den wollte ich haben. Wo lagert der, Leute? Wo ist der jetzt versteckt? Pferdewecker an. Ah, hier. Gib dir Ausdauererfahrung. Genau, das wollen wir. Sehr schön. Ui, jetzt sind wir gleich wieder ein bisschen besoffen, aber das kennen wir schon. Das sind vielleicht noch ein bisschen verschärfter. Und sag mal, dieses Ginseng-Elixier, genau, das gibt uns nämlich auch was. Gesundheitserfahrung. Das ist auch von besonderem Wert. Hervorragend. Jo, jetzt haben wir zwei ganz schöne Flüssigkeiten hier zu uns genommen. Ich hoffe, wir können noch lesen. Ich probiere es mal. Wir gucken jetzt mal in die Briefe rein, die wir bekommen haben. Wie ist das hier sortiert? Ja, oh Gott, wie habe ich mir gemerkt, was das jetzt ist? Brief an Henrietta Douglas. Okay. Oha. Lesen wird ein bisschen schwer nach den Getränken, aber wir versuchen es trotzdem. Aus New York City an Henrietta Douglas Tumbleweed. Miss Douglas, mit größtem Bedauern muss ich Sie über den Tod Ihres Gatten informieren. Vielleicht haben Sie in der Zeitung von dem tragischen Feuer gelesen, das sich hier im Whitehorn Hotel zugetragen hat. Als die Bewohner sich versammelt hatten, um die St. Ignatius Parade zu sehen, fing einige an zu schreien, als Rauch aus den Fenstern des zweiten Stockwerks trat. Innerhalb von 30 Minuten stand das ganze Gebäude in Flammen und die Menschen in den oberen Stockwerken waren von ihnen eingeschlossen. Die Leiche ihres Gatten wurde am nächsten Tag aus den Trümmern geborgen. Wir arbeiten zusammen mit dem örtlichen Gerichtsmediziner daran, sie für die Überführung zu ihnen vorzubereiten. Bitte antworten Sie uns an die Adresse auf dem Umschlag mit tiefstem Beileid. Jacob Sears. Okay, Tumbleweed. Das heißt, wir können vielleicht diesen Brief sogar abgeben. Ich meinte, es geht hier um den Tod ihres Gatten. Henrietta Douglas. Interessant. Nächster Brief. Den wir da haben. William Arrington. St. Denis Le Moyne. Lieber William,
Ich gräme mich ob der Adresse, die ich auf diesen Brief setze. Vor nicht allzu langer Zeit wäre deine Anschrift das hervorragendste Institut an der hervorragendsten Universität in ganz England gewesen. Und jetzt, was ist das denn für ein grotesker Ort? Ich schäme mich schon, überhaupt diesen lächerlichen Namen zu schreiben. Deine überschwängliche Korrespondenz hat mich nicht ein Stückchen bewegt. Du schreibst von weiten Himmeln, wunderschönen Landschaften, hart arbeitenden Mitbürgern und deiner eigenen festen Entschlossenheit. Hatte denn England keinen Himmel? Ist dein Heimatland nicht auch wunderschön? Wenn dir die harte Arbeit gefehlt hat, hätte ich dieses Dilemma ganz einfach beheben können, ohne dabei unsere Familie auf diese abstoßende Art zu entzweien. Deine Mutter denkt immer noch, dass du Italien bereist. Wenn du auf diesen Brief nicht antwortest und mir versicherst, dass du zurückkommen willst, dann werde ich ihr sagen müssen, dass dein Schiff samt Besatzung auf hoher See verschollen gegangen ist. Das, mein Sohn, ist meine feste Entschlossenheit. Stelle sie nicht auf die Probe, dein dich liebender Vater. Gut, dieser Brief ist ganz offensichtlich nicht angekommen. Mr. William Arrington. Ich bin echt gespannt, ob wir diese Leute möglicherweise noch treffen. Das wäre so richtig cool. Okay, nächster Brief. Verdammt, die Tasche geschlossen. Nochmal hier zu den Briefen. Was haben wir denn noch? Wir haben, glaube ich, bestimmt 5 Briefe bekommen, oder? Hier, Brief an die St. Denis Times Tribune. Okay, was haben wir denn hier? An den Herausgeber. Werter Herr, mir ist bewusst geworden, dass die Angewohnheit, Briefe an Zeitungen zu schreiben, mein Leben völlig eingenommen hat. Ich kann den ganzen Tag nur daran denken, was ich sagen werde, was gewitzt und auf den Punkt ist und was Leuten imponiert, die ich nicht kenne. Es war nie wichtig, gewitzt zu sein, aber jetzt dreht sich mein ganzes Leben darum. Meine einst so erfolgreiche Karriere als Düngerverkäufer ist nur noch eine ferne Erinnerung. Mein ganzes Leben wird nun davon bestimmt, was andere von mir halten. Meine Eitelkeit, mein Stolz und meine Selbstbezogenheit sind mittlerweile mein Ein und Alles. So war ich früher nicht. Mit Anbruch dieses neuen Jahrhunderts bete ich, dass die Menschheit mit frischem Mut in eine bessere Welt tritt. Eine Welt, die sich weniger um die Posen, Überheblichkeiten und Selbstdarstellungen kümmert, von denen sie im 19. Jahrhundert noch besessen war. Ich habe große Hoffnung für unsere Spezies, aber kaum für mich selbst. Bitte zerstören Sie zukünftige Briefe von mir, ohne sie zu öffnen. Ich schlage ein neues Kapitel auf. Das Leben als Verkäufer von chemischem Dünger ist weitaus erfüllender als dieses Schattendasein als Mann, der nur durch die Augen anderer existiert. Hochachtungsvoll Dorian Weatherby-esque. PS, ich kam nicht umhin zu bemerken, dass Sie in der letzten Ausgabe meinen Namen falsch geschrieben haben. Das ist ja großartig, Leute. Meine Güte, die Vorwegnahme von Social Media. Ja, also das... Die Selbstdarstellung des 19. Jahrhunderts, der müsste man erstmal das 21. Jahrhundert. Also sehr, sehr schön. Großartig. So, ich habe die Tasche schon wieder geschlossen. Egal, wir sind unermüdlich. Öffnen Sie wieder und gucken nochmal in die nächsten Briefe rein. Was haben wir denn hier noch? Also, 3 haben wir jetzt. Brief an Richter Finley und Brief an Miriam Wegner. Die kommen noch. Erstmal an den Richter. Was haben wir da? Wir drehen erstmal um. So, lesen. Richter Finley. Brief von Gertrude Eastwall. Werter Herr, euer Ehren, bitte entschuldigen Sie vielmals, dass ich an Sie herantrete. Ich bin jedoch sehr krank. So sehr, dass ich mich außerstande sehe, meiner Verhandlung beizuwohnen. Wenn euer Ehren es vielleicht erübrigen könnte, mich auf eine Armenfarm zu schicken oder mir meine Begnadigung zukommen zu lassen. Ich bin ein unglückliches Opfer der Morphiumsucht. Herr Richter, euer Ehren, Sie haben mich schon bei so mancher Gelegenheit freigesprochen und damit beträchtliche Güte gezeigt. Wenn Sie dies noch einmal tun, verspreche ich Ihnen, vorzugehen und in Zukunft ein braves Mädchen zu sein. Ergebens Gertrude Eastwell. Okay. Gut, und der letzte Brief, den wir haben, ist dieser hier. Brief an Miriam Wegner. Oh, der ist aber lang und voll geschrieben. Von Annabel an Miriam. Meine liebste Miriam, ich habe beschlossen, dir ein weiteres Mal zu schreiben, da ich, obwohl unser beider Welten heutzutage so weit entfernt scheinen, sehr oft an dich denke. New York ist überfüllt und dreckig, aber so lebendig. Es scheint, als wäre alles möglich, selbst für ein Mädchen vom Lande wie mich. Meine größte Neuigkeit ist, dass ich für ein Stück von Henrik Ibsen besetzt wurde. Es ist nur eine kleine Rolle, aber jetzt kann ich mich endlich
eine Broadway-Darstellerin nennen. Manchmal vermisse ich aber unser Zuhause, die Ruhe und die saubere Luft, einfach mit den ersten Sonnenstrahlen loszureiten. Ich habe vor einiger Zeit einen Brief von Lily Millet erhalten. Oh, warte mal, die kennen wir. Lily Millet. War das eine von den Schuldnerinnen? Oder hatten wir die auf dem Weg getroffen? Als hätte sie, und es scheint, als hätte sie einige finanzielle Schwierigkeiten. Sie war immer sehr vernünftig mit ihrem Geld, daher habe ich Sorge, dass diese Ratte Cooper sie wieder in den Klauen hat. Ja, das war die, glaube ich, bei der Esmeralda Ranch, so hieß die, glaube ich. Sie hat auch erwähnt, dass sie seit Monaten nicht mehr gesehen hat, wie du das Haus verlässt. Das ist die in dem Haus von der Ranch, wo wir gehört haben, die Tochter geht dort nicht raus. Ich kann mir gar nicht erst vorstellen, wie schmerzhaft es für dich gewesen sein muss, Joshua auf so eine fürchterliche Weise zu verlieren. Und ich würde nie versuchen, dir vorzuschreiben, wie du trauern sollst, aber ich mache mir Sorgen um dich, dass du dich so isolierst. Das muss schon der 6. Brief sein, den ich dir schicke, ohne eine Antwort zu erhalten. Bitte lass mich wissen, dass es dir gut geht, selbst wenn es nur durch die kürzestmögliche Nachricht ist, dass mich das nichts angeht. Du kannst mir alles sagen. Deine dich liebende Cousine Annabelle. P.S. Onkel Eugene, bei allem Respekt, wenn du Miriam meine Post vorenthältst oder, ich wage es kaum auszusprechen, sie in irgendeiner anderen Form einschränkst, dann flehe ich dich an, deine Taten zu überdenken. Ich weiß, wie sehr du sie liebst, aber bitte verwechsle nicht Liebe mit Besessenheit. Sie ist eine wunderschön intelligente Frau, die noch ihr ganzes Leben vor sich hat. Okay, jetzt, das ist ja interessant, jetzt erfahren wir ein bisschen mehr über diese Hintergründe. Vielleicht können wir jetzt nochmal zur Ranch reiten und diesen Brief überbringen und vielleicht den Onkel konfrontieren. Hochinteressant, liebe Leute, hochinteressant. Das heißt, wir werden hier noch ein bisschen zu Ende erkunden, die Cumberland Forest, den Cumberland Forest beim nächsten Mal und dann in Richtung, nee, Esmeralda hieß das nicht, Emerald hieß es, dann in Richtung Emerald Ranch reiten, vielleicht auf dem Weg dorthin hier vorbeireiten. Okay. Gut. Wow. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinbein.